guten Tag, willkommen zu einer Runde Plunder Pirates und heute mal wieder hier direkt aufgenommen auf meinem iPad. Wir wollen mal sofort reingehen ins Spiel. Ihr seht, ich habe eine dritte Konstrukteursette mir mal geholt. Einfach weil es fürs Let's Play ein bisschen besser ist, geht ein bisschen schneller alles und ich kann jetzt auch vor allem. Ich habe ein paar mehr Diamanten bzw. ein paar mehr Edelsteine. Kann hoffentlich in 2 Minuten angreifen, möchte ich aber auch noch einen geilen Angriff zeigen, den ich noch gemacht habe. Und zwar, er kommt sofort. Hier mal ins Angriffslog. 100 fucking 30.000 habe ich geholt. Details. Nein, nicht besuchen. Nein, ich will ihn nicht besuchen. Er liegt ja immer noch in Schutt und Asche, weil ich ihn angegriffen habe. Moment. Muss ich mal eben auf Details gehen und auf wiederholen. 100%. So. 65.000 von beidem. Und da oben bin ich hingegangen. Hab mir gedacht, komm, da holst du jetzt mal so ein bisschen was weg. Die Leute sind jetzt auch schon, ja, er hatte halt alles da vorne stehen, ne? Zuerst natürlich sein, Grog, dann noch sein Gold, alles noch schön da liegen. Warte mal, ich mach mal etwas ein bisschen leiser, sonst habe ich das Gefühl, das könnte ein bisschen zu laut sein, besonders wenn ich natürlich im Angriff bin. Ansonsten sehen wir es jetzt, ich greife immer mit Freibeutern und Schützen an momentan, weil ich die auch ein bisschen schon gepusht habe. Können wir gleich auch mal noch einen Blick drauf werfen, auf wie viel ich die habe. Hab die Spezialfähigkeiten auch schon freigeschaltet von den beiden, zumindest die ersten, die zur Verfügung stehen. Und ansonsten, ja, ihr kennt es ja. Warte mal, wir schmuren ein bisschen vor. Ich hoffe mal, das ist jetzt wirklich nicht zu laut während der Angriffe. Kann ich jetzt nicht so ganz gut einschätzen, aber gut, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ob es dann auch passt von der Lautstärke her. Und jetzt wird hier noch der Rest weggemacht. Ihr seht es, jetzt hat er nur noch eine Kanone und diesen Schützenturm. Ich weiß nicht genau, was mit diesem feindlichen Piraten los ist. Ob der noch irgendwie was macht oder ob der nichts macht. Das ist so eine gute Frage. Das werden wir jetzt gleich auf jeden Fall mal herausfinden. Jetzt gehen sie dahin. So. Turm kaputt. Jetzt machen wir das Schiff noch kaputt. Der Pirat steht da so rum. Wie bestellt und nicht abgeholt. Nö, der macht gar nichts. Wir sehen es jetzt hier. Steht einfach da rum. Macht gar nichts. So, jetzt. Ah, ein bisschen. Also, ach, da hat er noch eine Kanone. Das ist natürlich toll. Denn wenn die da steht, hat es überhaupt keinen Sinn da oben. So, Schenkel kaputt. Alles kaputt. Sieg für uns, würde ich mal sagen. Ja, jetzt hat er hier 100.000 Angriffe geteilt. Die kann ich natürlich nicht alle zeigen, lieber Ben. Verstehst du ja vielleicht sogar so. Machen wir das mal weg. Ansonsten habe ich jetzt meine Sachen fertig ausgebildet. Schenke ist im Ausbau. Ansonsten ist noch mein Grocklager. Meine Grogbrennerei und meine Goldmine noch im Ausbau. Ich will unbedingt erst alles auf Maximum machen von den Minen und Sammlern, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise von den Brennereien und von den Minen. Damit wir da auf jeden Fall auch, weil ich mich nicht immer so ultra viel einloggen kann, damit ich da dann halt noch was kriege. Oh, hier ist doch schon einer. Ja, der hat aber, hat das zu gut geschützt in der Mitte. Ich suche immer, lol, der hat auch relativ viel. Ja, ich suche halt immer Gegner, die man möglichst leicht dann auch kriegen kann. Ihr habt ja eben gesehen, der 130.000 Raub, der war ja auch recht einfach. Hier wäre rein theoretisch, ja, hier ist einer. Und zwar, weil er hier sein Lager schon hier außen relativ nah hat. So. Ich setze die dann immer so. Welle 1. Welle 2. Und jetzt zünden wir Spezialfähigkeit von denen. Und noch die Spezialfähigkeit von den Schützen. Und dann fällt jetzt auch schon was. Und jetzt seht ihr schon, ich will den Loot natürlich haben. Der Loot ist jetzt gleich schon auf meiner Seite. Jetzt machen sie dann noch die Kanone kaputt. Ja, und wenn er jetzt mich kaputt macht, dann ist es mir auch scheißegal. Ich habe ja jetzt schon fast alles. So, die Kanone ist jetzt kaputt, genau. Warte mal, ich drehe das mal ein bisschen. So. Wunderbar. Wenn die Kanone mich jetzt noch kaputt macht, im Grunde ist es mir scheißegal. Oh, jetzt holen sie sich sogar da noch ein bisschen was aus dem Grog-Lager raus. Jetzt hat er noch ein bisschen was hoffentlich in der Grog-Brennerei drin. Was hat er denn sonst noch? Noch eine Goldmine noch, den Minenwerfer noch ein Goldlager. Okay, 9.000 hat er noch. Wird wahrscheinlich sogar gar nicht mehr reichen, noch das Piratenversteck kaputt zu machen. Das heißt, es wird wahrscheinlich sogar eine Niederlage werden. Ist mir jetzt aber auch egal. Ich habe irgendwie gelesen, wenn man 200 von diesen Piratenpunkten hat, bekommt man auch nochmal eine Juwelenbelohnung. Müsste ich da mal gucken. Ist jetzt hier noch einer da? Wo ist denn da noch einer? Ach, hier. Hier irgendwo, oder? Ach, da ist noch einer. Vielleicht kriegen wir dann auch noch die 50% hin. Warte mal. Wenn er das noch kaputt macht und wenn er dann noch die Gildenhalle kaputt macht, besteht ja zumindest noch eine theoretische Chance, dass wir es noch schaffen können. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, was das angeht, aber wir werden sehen.
Ja, die Gilde bei uns ist momentan leider voll. Ich wollte es noch für einen Kollegen einen Platz freilassen. So, jetzt geht er nämlich darüber. Deswegen, Leute, bald werde ich die mal wieder öffnen. Und dann hoffentlich können noch einige von euch rein. The Rifle heißt die ja, wisst ihr ja vielleicht. Und ja, immer noch leider keine Neuigkeiten zum Android-Release. Ich wünsche, ich könnte euch da was erzählen, was Neues. Weil das Spiel ja schon wirklich sehr geil ist. Also ich finde, das Spiel boxt ja This Means War mal sowas von in die Eier. Also, weiß ich nicht. Also wer da was anderes meint. Nein, 47%, scheiße, es reicht nicht. Ja, es reicht leider nicht. Alle haben es versucht, ist egal. Jetzt werden wir kaputt gemacht. Leider verloren, aber ist jetzt auch. Ist mir jetzt auch egal, ich will ja nur den Loot haben. Wenn ich wirklich mal auf die Piratenpunkte gehe, muss ich mal gucken. Hat sich denn hier sonst noch getan? Ich habe meine Schutzwelle auf Maximum gemacht. Für unsere Stufe, das ist auch nicht so schlecht. Habe, ja, noch hier einiges ausgebildet. Du könnt ja mal eben gucken. Ich würde euch auf jeden Fall raten, in der Akademie ordentlich zuzuschlagen. Der Freibeuter ist auf 7, geht noch hier ein bisschen hoch. Da baue ich gerade noch eine Fähigkeit aus, nämlich, warte mal, welche baue ich denn überhaupt noch aus? Ne, hier beim Schützen, genau. Beim Schützen baue ich noch eine aus, der ist momentan auf 8. Dann haben wir noch den Schläger, der ist momentan bei mir auf 3. Muss ich mal gucken, ob ich dann noch das nötige, ja, den nötigen Grog zusammenkriege. Jetzt will ich mal eben gucken, dass wir noch ein paar Truppen ausbilden und noch ein bisschen was machen. Wir haben auch gerade mal 6:30 hier Aufnahmezeit, das ist ja auch noch nicht so ganz so viel. Das ist natürlich der Vorteil, wenn ich jetzt direkt immer schon mit Open Broadcaster aufnehme und auf dem anderen Monitor das sehe, dann kann ich immer schon sofort gucken. Was haben wir jetzt hier noch im Chat? Ja, die LED-Banane ist auch da, würde ich sagen. Hi. Und wir können ja eben noch ganz kurz uns den Angriff von Ben angucken, aber ich muss dir schon sagen, Ben, wenn das jetzt kein... Oh, der ist auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. 85.000. Von wo hat der denn angefangen? Ach, von da unten. Ach, das ist natürlich auch eine gute Taktik, erst das Boot da unten kaputt zu machen. So, wo hat er weitergemacht? Drehen, okay. Okay, jetzt hat er natürlich weiter fortgesetzt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch unbedingt alles im Auge behalte, wo er überall angegriffen hat. Aber im Grunde waren halt jetzt auch die Verteidigungsanlagen jetzt ja auch nicht so ultra tutti. Er hat aber, glaube ich, noch keine Spezialfähigkeit. Er hat es eben schon gezündet. Er hat jetzt nur Freibeuter genommen. Das hat man eben schon gesehen, okay. Und ja, 85.000 ist ja auch mal schon mal auf jeden Fall eine Hausnummer. Finde ich auf jeden Fall gut. Guter Angriff und ich spule es mal nur ein bisschen vor. Vierfache Geschwindigkeit ist ja nur dabei, die letzten Sachen kaputt zu machen. Das ist ja im Grunde keine Verteidigungsanlage mehr übrig. Sowas Piratenversteck noch. Was da noch übrig ist. Und ansonsten, ja, das war's. 100%. So, mal eben nochmal. Ich weiß nicht genau, welche mir am besten gefällt, welche Ansicht. Was ich auch noch richtig geil finde, ist hier die Kamera. Ja, ganz ehrlich, also das Spiel ist so ultra geil. Das muss man sich echt mal reinziehen, also wirklich. Es ist richtig, richtig, richtig heftig auf jeden Fall. Richtig heftig. Mein Gott. Jetzt muss ich nur eben wieder zurückkommen. Nee, warte mal, wie komme ich denn wieder zurück? Ah, hier, einfach drauf drücken. Okay. Na gut. Ich würde sagen, ich überspringe jetzt natürlich mal wieder die Ausbildung der Truppen, einfach weil das natürlich für die... Warte mal, wie viel haben wir denn hier noch? Wir können ja mal eben ganz kurz noch eine Ausfahrt machen. Ich hatte ja eben noch was erkundet. Das müsste ja eigentlich auch fertig sein. Ich habe schon ein bisschen weiter erkundet. Das ist natürlich, liegt da jetzt schon ein bisschen dazwischen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie auch vielleicht bei 1000 von diesen Erkundungspunkten, ob da noch was gibt. Juhu! Da haben wir noch einiges gekriegt. Die nehmen wir wieder zurück. Aufgabenfortschritt, 85%. Wo ist Flipper? Ja, habe ich leider noch nicht genug. Will allerdings erst eine Runde angreifen, bevor ich jetzt dann nochmal dort etwas mache, Leute. Eben gucken, dass wir jetzt hier auf jeden Fall nochmal eben noch einen schönen kleinen Angriff starten. Ach, jetzt nervt der Typ, nervt mich. Ritter, du nervst mich jetzt schon spielübergreifend. Von Clash of Clans und von Plunder Pirate, das ist unglaublich. Ich greife jetzt eben an, komm. Ritter, auf dich kann ich jetzt leider keine Rücksicht nehmen, wir müssen jetzt erstmal angreifen. Ja, der gerade hatte auch ein bisschen das Hauptquartier geschützt, beziehungsweise das Piratenversteck, na gut. 25.000, so zum Mitnehmen oder was? Ja, doch zum Mitnehmen. Da hat er zwar einen Schützenturm, das ist mir aber egal. Und oh, beide schön aneinander, wunderbar. Wunderbar. Dann nehmen wir nämlich beide Seiten. Wir greifen aber immer an.
und nehmen uns den Loot doch mal eben fein mit. Und jetzt haben wir nämlich gleich auch schon wieder. Ja, kann sich die Kanonen noch so viel konzentrieren. Das kriegen sie nicht hin, uns hier kaputt zu machen. Ja, wobei, den ganzen Loot haben wir ja noch nicht, aber jetzt gleich. So, Minenwerfer, 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 beziehungsweise Mörser. Ja, kaputt. Wunderbar. 29%. Kann ich gleich schon die Spezialfähigkeit, quasi die Schnellfeuerkraft der Schützen nochmal wieder zünden. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Los! Ich finde, es ist auch taktisch, natürlich ist es ganz anders als bei Clash of Clans taktisch hierbei. Weil du hast immer diese Spezialfähigkeiten, die musst du auch mal ein bisschen gescheit timen eigentlich. Und ihr seht es, jetzt ist die Kanone hier noch am Leben. Okay, die ist jetzt auch gleich kaputt. Das Schiff kann natürlich auch, wenn die Truppen gerade in dem Bereich da stehen, feuert das natürlich auch in beide Richtungen, ihr seht es. Aber ich kann es hier gleich noch zünden. Ich kann es hier gleich noch zünden und dann machen sie hoffentlich das kaputt. So, Spezialfähigkeit der Freibeuter habe ich jetzt gezündet. Zoomen wir mal noch ein bisschen rein. Und die schnappen sich jetzt natürlich auch das Schiff. Da kriege ich ja sogar mal ein paar Piratenpunkte oben drauf. Auch nicht so verkehrt. So, das Schiff geht hoffentlich jetzt gleich relativ schnell kaputt. Ah, es hält sich noch. Komm, wir zünden mal nochmal bei den Schützen. Also noch ein bisschen zu beschleunigen. Jetzt machen sie oben die Gilde kaputt. Geht allerdings auch wieder nur noch darum, schaffe ich jetzt die 100% oder schaffe ich die 100% nicht. Das ist halt so eine Sache. So, Schiff jetzt gleich in eine Binsen. Jetzt gehen die noch darüber. Machen jetzt nur noch die eine Kanone kaputt. Ich meine, die Truppen sind ja dann, so wie bei Clash, kennt ihr das ja auch, die Truppen sind eh weg. Also wenn du die einmal setzt, egal ob der dann überlebt oder nicht, die Truppe ist weg. Kannst dann gar nichts machen. Der ist auch kaputt. Wo lebt denn noch was? Ach, da hinten. Oh, ey, ich hasse solche Leute, die dann da noch irgendwas hinstellen. Nur damit man da noch so ultra weit dahin schwimmen muss. Ihr seht es jetzt. Jetzt schwimmen die da noch hin. Ah, Leute, Leute, Leute. So, komm, mit dem machen wir mit ihm noch ein bisschen was hier. Nehmen wir noch die Schützen. Mit denen machen wir jetzt auch noch was. Ding, 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 ding. Machen wir mit denen, nehme ich jetzt noch den Leuchtturm kaputt. Und dann haben wir es noch. Muss sagen, hat auf jeden Fall gut geklappt. Sieg! 100% und... 81 Piratenrank, ja, ist auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ja, immer so 20.000 von beidem ungefähr, das ist auf jeden Fall okay, wenn man das mitnimmt.